Film. Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Mein Name ist Jörg. Ja, ihr habt bestimmt alle zu Hause auch so ein verwaistes Hoverboard und irgendwie ist das bei uns nur in der Ecke rumgeflogen und keiner hat es so richtig benutzt. Das liegt sicherlich auch an der Bauart. Und was wir aber damit gemacht haben, um dem neues Leben einzuhauchen, das zeigen wir euch jetzt in diesem Video. Ja, die Problematik bei diesen Hoverboards ist, dass die sehr kleine Reifen haben. Und wir nutzen das überwiegend hier bei uns auf dem Campingplatz. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche Bodenbelege. Und diese Bodenbelege, die machen das Ganze ein bisschen unattraktiv und deswegen nutzen wir es kaum. Denn die Lenkung und die Steuerung sind sehr empfindlich. Und immer wenn man über Rasen oder sonstige Sachen fährt, dann hat man das Problem, dass man entweder hinfällt oder nicht richtig steuern kann, keine Fahrt aufnehmen kann. Und da haben wir uns was einfallen lassen, beziehungsweise gibt es schöne Hilfsmittel und die zeigen wir euch jetzt. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen wunderbaren Aufsatz für das Hoverboard und unsere beiden Töchter, also meine beiden Töchter, werden euch jetzt gleich mal vorführen, wie man damit durch die Gegend asen kann. Der große Vorteil davon ist, dass der Untergrund quasi überhaupt keine Rolle spielt. Man kann über Rasen, über hublige Steine und, also ganz toll. Aber das zeigen wir euch jetzt hier in dem Video. Wie ihr gesehen habt, macht unheimlich Spaß und jetzt das ganz Besondere an dem ist, dass also auch kleinere Kinder damit fahren können. Ich habe diese Auflage, den Link packe ich natürlich noch in die Beschreibung, die habe ich bestellt, auch mit dem, um zu gucken, ob ich damit fahren kann. Also mit 1,90 Meter war mir natürlich wichtig, dass ich auch damit fahren kann, mit dem Gewicht auch bis 100 Kilo. Aber schön ist halt jetzt auch, dass ihr sehen könnt, dass auch kleinere Kinder damit fahren. Thank you.
So, wir sehen also eine wunderbare Möglichkeit, das Hoverboard zu nutzen, obwohl es eigentlich schon tot in der Ecke lag. So haben wir eine schöne Zweitverwendung dafür. Die Kinder nutzen es hier jetzt wirklich mehr. Man kann schöne Strecken damit zurücklegen. Hier nochmal ein kleiner Sicherheitshinweis. Idealerweise natürlich nur mit Helm verwenden das Ganze, denn da kannst du auch zu schweren Unfällen oder Stürzen kommen. Also bitte jetzt hier einfach darauf achten. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat, den Daumen hoch. Den Link, wie gesagt, zum Artikel poste ich euch in die Produktbeschreibung. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, das ist sehr wichtig für uns. Bis zum nächsten Video. Tschüss!